Hello, hello, ihr Lieben, ein Tag vor Weihnachten. Yay! Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Wir sind soweit, also es gibt noch einiges zu tun, aber ja, das ist der normale Wahnsinn in einer Großfamilie. Ich werde gleich noch Großeinkauf machen, mal schauen. Meine Jungs hatten sich eigentlich Ente oder Gans gewünscht. Ich muss aber zugeben, dass ich großen Respekt davor habe und ich weiß, ob ich das wirklich wagen soll. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Gans oder Ente zubereitet? Ist es wirklich so schwer? Also ich stelle es mir schwer vor, vor allen Dingen die Soße dazu. Ja, keine Ahnung, mal schauen. Auf jeden Fall nehme ich euch mit in diesem Video. Einer meiner Söhne hat heute eine theoretische Führerscheinprüfung. Ja, einen Tag vor Weihnachten. Hoch die Hände. Läuft bei uns. Aber gut. Ich hatte euch im letzten Video noch eine große Verlosung versprochen von Leonardo. Dazu kommen wir heute im Video. Ich freue mich drauf. Ich zeige euch die Sachen später noch. Die starten wir heute, die Verlosung. Ich hoffe, ihr freut euch. Das sind wunderschön, die Sachen. Zum Tipi wollte ich noch kurz was sagen, dass ich versucht habe, das letzte Mal zusammenzubauen. Es sieht aus wie eine Krankheit und nicht wie ein Tipi. Aber so ist es. Ich habe mir dazu überlegt, zum Obi zu fahren und so eine Platte noch zu kaufen, die unten reinzulegen, damit das Ganze gespannt ist. Und dann haben wir noch so Schaumstoff, den werde ich mir zurechtschneiden und dann unten reinlegen. Also es ist einfach viel zu gefährlich. Das lässt sich nämlich auch so hin und her schieben und ich möchte nicht, dass der Liam das auf den Kopf bekommt. Ich zeige euch das jetzt nicht, da steht nämlich noch ein Wäscheständer und es ist ziemlich chaotisch. Na gut, hier drüben steht's. Boah, die Sonne ballert gerade voll rein. Richtig, richtig schön. Meint man nicht, dass wir Dezember haben. So, jetzt ist sie gerade wieder weg. Okay, also ich mache jetzt hier mal weiter und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und der Tisch sieht auch total belagert aus. Ja, mein Tisch sieht tatsächlich ziemlich belagert aus. Hier sind die Geschenke für mein Patenkind. Das werde ich ihr dann noch vorbeifahren. Hier drüben habe ich noch ein Paketchen für meine Freundin Steffi zurechtgemacht. Allerdings muss ich das noch verpacken und zur Post bringen. Sie hat sich einen Lippenstift gewünscht von NARS. Den habe ich noch bei Douglas gekauft. Da hat sie mir per WhatsApp das Bild geschickt und deswegen habe ich es dann noch schnell gekauft. Sowie diese Pinsel hier, die sind für die Celine. Die sind auch von Douglas. Die hat sie sich auch gewünscht. Ansonsten habe ich diese Sachen hier noch beim dänischen Bettenlager gekauft. Das werde ich aber alles jetzt noch schön drapieren und zurecht machen, genauso wie diese Kerzen hier. Und die Schokolade werde ich auch noch zurecht machen. Und zwar ist das für die Personen, mit denen ich das ganze Jahr über arbeite, mit denen ich eben zu tun habe und das alles super gut funktioniert und klappt. Und da möchte ich mich einfach jedes Jahr zu Weihnachten für die gute Zusammenarbeit bedanken. Und das mache ich jetzt soweit zurecht und dann geht's für uns in die Stadt. Irgendwie stehe ich ja im Moment voll auf die Farbe, ne? Ich habe jetzt hier noch eine Kugel dazu und hier noch dieses schöne Band. Ja, das ist von DM. Ja, genau, das hatte ich schon vor ein paar Tagen gekauft. Das ist von Profissimo. Richtig süß. Passt echt gut dazu. Und schon bin ich fertig. Ging jetzt ganz schnell. Ich finde, es ist ganz süß geworden hier, vor allen Dingen mit den Farben. Hier sind jetzt noch die beiden Kerzen. Die Schokolade habe ich jetzt noch was draufgeschrieben. Und jetzt geht's in die Stadt. Wenn ich dann eh zur Post fahre, nehme ich noch die 4 Pakete hier mit. Die sind noch von der Verlosung. Ich habe noch nicht alles ausgelost, habe das hier aber schon mal zurecht gemacht. Die Sachen, die ich eben ausgelost habe, wie zum Beispiel die Daniel Wellington Uhr. Dann ist hier das Luvia-Paket. Hier ist noch ein Paketchen für eine Zuschauerin, das ich noch so zusätzlich zurecht gemacht habe, weil sie immer so fleißig kommentiert und immer mit dabei ist. Da hatte ich sie ja angeschrieben und ihr eben gesagt, dass ich ihr gerne was zukommen lassen möchte. Und das Paketchen ist noch vom Lissandro. Da ist noch was drin, das eben zurückgeschickt werden muss. Ja, und das nehme ich dann eben direkt mit zur Post und dann habe ich wieder was erledigt. So, ich habe jetzt soweit alles fertig gemacht. Jetzt fahren wir in die Stadt zur Prüfung und zum Großeinkauf machen. Jawohl. Und ich nehme euch weiterhin mit. Viel Spaß! Okay, Prüfung ist bestanden. Yay! Er hat schon gesagt, Mama, wenn ich nicht bestehe, dann komme ich nicht mit zum Einkaufen. Er hat bestanden. Gut, jetzt machen wir Großeinkauf. Es ist voll hier, würde ich sagen, ne? Parkplatz gerammelt voll. Aber so ist es, ne? Ganz normal. Also gut, ich kaufe übrigens nicht einmal die Woche ein, weil mir das zu unübersichtlich im Kühlschrank ist. Wir brauchen wirklich viel. Klar, ich habe ja auch viele Kinder und deshalb macht es mir nichts aus, wenn ich da öfters mal die Woche einkaufen fahre. Jetzt für die Feiertage kaufe ich natürlich nur einmal ein, weil dann die Geschäfte zu haben und kaufe dann auch mehr. Aber jetzt nicht auf den letzten Drücker, das finde ich total schlimm. In Italien vor allen Dingen am 24. Da siehst du halt abends um 8 noch Leute, die irgendwie Großeinkauf gefühlt machen. Und das finde ich jetzt nicht schön. Aber gut, die werden auch ihre Gründe haben. Ne? Das kann ich natürlich nicht beurteilen und verurteilen vor allen Dingen nicht. Wir haben ja jetzt noch Zeit und jetzt machen wir das schön in Ruhe. Und dann wird alles hochgetragen. Gut, dass ich so viele Männer habe. Ne? Wir sind wieder zu Hause. Jawohl, es ist 16:30 und draußen ist stockdunkel. Richtig nervig.
Aber gut, das liegt wohl an der Jahreszeit. Wir haben jetzt Großeinkauf gemacht. Das kann ich euch dann auch noch einmal ganz kurz im Überblick zeigen. Das ist eine ganze Menge geworden. Und der Sohnemann hat bestanden. Yay, ich glaube, ich habe es schon gesagt. Ich bin total happy. Und die ganze Familie natürlich auch. Und es wurde dann gleich in der Familiengruppe verkündet, beziehungsweise wir haben ein bisschen geflunkert. Wir haben gesagt, er hätte nicht bestanden, aber das hat uns dann auch keiner geglaubt. Ja, naja, es gibt ja noch die tolle Verlosung heute in diesem Video, aber ich würde sagen, nachdem ich euch einen kleinen Foodhaul abgedreht habe, melde ich mich morgen nochmal, denn ich mag es gar nicht, wenn die Videos so dunkel sind. Und ja, das gefällt mir einfach besser. Ich muss nämlich jetzt auch gleich wieder ins Büro. Ja, am 23. gehen wir auch ins Büro. Wir haben nur an 3 Tagen zu, also 24., 25. und 26. Und dann wird ganz normal wieder weitergearbeitet, ganz klar. 31. wird auch gearbeitet und der 1. Ja, da bleibt dann auch zu. Und deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Ja, dann machen wir es einfach so, dass ich euch dann morgen nochmal dazu hole. Zeige ich euch aber erstmal den Einkauf. Und zwar haben sich meine Jungs Schweinelende im Speckmantel gewünscht. Ich war bei Metzger, hier ist die Schweinelende. Dazu wird es Spätzle geben. Hier habe ich den Bratenfond dazu. Damit es schnell geht, habe ich diesen hier mal gekauft. Ich hoffe, dass das was ist. Und dann habe ich zwar diese Entenschenkel. Ich bin gespannt für den Gianluca und für den Max. Wie gesagt, die wollten ja eigentlich Ente, aber ich bin nicht so der Pro. Ich hoffe, dass es gut schmeckt. Ansonsten habe ich jetzt hier noch Fleisch mitgenommen beim Metzger und zwar Hähnchenbrustfilet, denn sie wollen auch noch panierte Schnitzel und da kaufe ich ja immer vom Hähnchen quasi die Brust und dann schneide ich so ganz dünne Filets raus. Schwein wollen sie nicht. Und dann habe ich noch Käse gekauft. Fenchel darf bei uns nie fehlen. Hier sind diese Silberzwiebeln, die mag der Max. Salat, Brokkoli. Dann habe ich Raclette-Käse, denn an einem Tag soll es auch Raclette geben. Nur für meinen Mann, Max und mich. Und für die anderen mache ich dann eben an dem Tag die panierten Schnitzel. Dann habe ich hier mal diesen Holunderblütensirup gekauft. Ich bin mal gespannt, ob das schmeckt. Und hier habe ich noch Lauchzwiebel, wenn es mal schnell gehen muss. Nach den Feiertagen einmal Pesto Genovese und einmal hier dieses Pesto, Pesto Rosso, Salz, Pfeffer, dann hier Grießpudding, kann man ja eigentlich auch ganz schnell selbst machen. Brühe, Gemüsebrühe, dann da was Süßes, ein Baguette, Reis darf bei uns auch nie fehlen. Hier diesen Naturreis habe ich mitgenommen, hier noch was Süßes. Dann habe ich Marzipan-Rohmasse gekauft, weil wir wieder Stempelkekse machen möchten. Kiwi, Mandarinen. Dann haben wir hier noch Parmesankäse. Hier habe ich diesen Blätterteig, weil ich Apfelstrudel selbst machen möchte. Dazu brauche ich dann Sahne. Und hier habe ich noch Blaubeeren, Oliven hier mit Frischkäse. Parmesan darf nie fehlen. Ja, den Parmesan, den wir in Italien gekauft haben, der ist leider leer, schon lange. Und deshalb musste ich jetzt den kaufen. Ansonsten haben wir einen Pizzateig noch mitgenommen, auch wenn es schnell gehen muss, und einen Flammkuchenteig. Ja, und das war es jetzt eigentlich soweit im Überblick. Nee, ich lüge, da hinten sind noch rote Zwiebeln und noch was fürs Bad. Ja, ich habe noch Nüsse gekauft, genau, Nüsse und noch irgendwas. Ich habe übrigens noch mehrere von diesen Teilen hier mitgenommen, die waren nämlich im Angebot für 1,99. Das kostet normalerweise 3,29, meine ich. Und der Max isst das total gerne, wenn er von der Uni kommt und sich eben schnell was selbst machen möchte. Und ich habe jetzt für den Einkauf hier 150 Euro bezahlt, ja. Ganz schön viel, aber wie gesagt, im Auto ist jetzt auch noch ein bisschen was. Gemüse hatte ich jetzt, glaube ich, noch unten und noch ein paar Getränke, ja. Genau. Aber wie gesagt, das war jetzt soweit der Einkauf für das Weihnachtsfest. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Also wir haben noch Äpfel unten im Auto, weil ich ja Apfelstrudel machen möchte. Der Zimt ist noch im Auto. Dann habe ich noch Gemüse im Auto. Ja, und Brot und Brötchen habe ich auch vergessen hochzuholen. Das werde ich jetzt auch noch machen. Ich wollte euch jetzt mal Liams Outfit zeigen, also Oberteil, das er zu Weihnachten tragen wird. Und zwar dieses Hemd hier. Ich habe auch noch die Fliege hier drin. Moment, die kennt ihr ja vielleicht noch von Liams Geburtstag. Und er wird dann noch dazu seine Hose anbekommen, die ich ihm auch zum Geburtstag neu gekauft habe bei Zara. Ja, es ist noch ein bisschen groß, das Hemd, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Da wächst er auf jeden Fall rein. Ich habe es ein bisschen größer gekauft, damit wir dann länger unsere Freude dran haben. Und das mit dieser Fliege hier, das ist so genial, weil man die einfach nur oben an den Knopf dran macht. Und dann hat das Kind quasi eine Fliege an und es sieht total süß aus und ist, wie ich finde, sehr, sehr passend für die Feiertage.
Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe schon mal den Tisch gedeckt. Die Jungs schlafen noch. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar wollte ich euch ja noch zeigen, was ihr in diesem Video gewinnen könnt. Ich habe es euch schon im letzten Vlog gezeigt. Und zwar habe ich diese wunderschöne Vase hier von Leonardo. Hier ist die Verpackung. Und zwar ist das aus der Veluto-Serie. Hier steht's. Ich habe ja auch die große und die kleine. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, diese wunderschönen Ohrringe hier zu gewinnen. Die habe ich auch und ich finde die wunderschön. Die kamen auch bei euch sehr gut an. Und zwar nennen die sich, ich sag's euch, Lia. Jawohl. Und die beiden Sachen hier, die könnt ihr heute in diesem Video gewinnen. Ich schreibe euch alles mal unten in die Infobox. Also falls ihr teilnehmen möchtet, dann lest euch alles durch. Es geht natürlich an die Abonnenten meines Kanals. Also den Kanal kostenlos abonnieren, nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt mal weiter, solange meine Männer noch schlafen. Meine Lieben, da bin ich wieder. Ein paar Tage später. Das Weihnachtsfest ist vorbei. Und ich bin tatsächlich ganz froh darüber. Wer hätte es gedacht, dass ich das jemals sage, wo ich doch Weihnachten eigentlich so sehr liebe und schätze. Und für mich Weihnachten sehr, sehr viel bedeutet. Natürlich als gläubige Christin, warum feiern wir Weihnachten und so weiter. Aber eben auch die Zusammenkunft der Familie, das Beisammensein. Das ging dieses Jahr eben nicht, es war komplett anders. Und es wird auch immer anders sein. Dass es schwierig für mich wird, habe ich geahnt. Dass es so schwer wird, hätte ich nicht gedacht, aber ich habe natürlich für meine Familie das Beste gemacht und habe mir das auch nicht anmerken lassen. Das ist meine Art, das so eben zu verarbeiten. Ich möchte nicht, dass meine Kinder ein unschönes Weihnachtsfest haben, weil Mama traurig ist. Das handhabt, wie gesagt, jeder anders. Ich habe hier lecker gekocht, wir haben Geschenke ausgepackt und waren beisammen, nicht in Italien, wie gesagt, aber die Werte des Weihnachtsfestes habe ich schon immer meinen Kindern so vermittelt, dass es eben schön ist, als Familie zusammen zu sein, dass man sich respektiert, das ganze Jahr über natürlich, dass man akzeptiert, vor allen Dingen nicht verurteilt, dass jeder seine Meinung hat und dass das Weihnachtsfest eben auch dafür da ist, dass man schön mit der Familie zusammen ist und eine schöne Zeit miteinander verbringt. Jetzt war das für mich natürlich total traurig, aber wie gesagt, ich habe das Beste draus gemacht. Die Kamera hier ist komplett ausgeblieben, auch auf Instagram habe ich mich 4 Tage komplett nicht gemeldet, habe da auch nicht Bescheid gesagt und habe das auch nicht groß an die Glocke gehangen, dass ich mich jetzt nicht melden werde und dass ich eine Pause brauche und so weiter, sondern es stand für mich von vornherein fest, dass Weihnachten einfach alles ausbleibt. Und ich das eben mit mir selbst ausmachen muss. Da kann mir auch keiner helfen, sind wir mal ehrlich. Und ich habe es auch gestern auf Instagram gesagt, es bringt mir nichts, wenn mir dann geschrieben oder gesagt wird von lieben Menschen, die mir Gutes wollen, natürlich. Aber es bringt mir einfach nichts, wenn sie sagen, naja, dein Papa ist ja trotzdem dabei und dein Papa ist ja immer da und so weiter. Das ist nicht so und Punkt. Schluss aus. Also ich weiß aber natürlich, dass man das gut meint, wenn man sowas sagt. Aber es hilft mir einfach nicht weiter. Da bin ich auch ehrlich jetzt mit euch. Das ist wirklich ein sehr großes Thema und da könnte man jetzt noch... Und zack, da war der Akku leer. Jetzt habe ich mich noch schnell umgezogen, weil wir jetzt gleich in die Stadt müssen und habe einfach die Kamera noch ein bisschen geladen. Also es ist ein großes Thema, da könnte ich jetzt wirklich noch sehr lange darüber sprechen und ich habe unglaublich viel Feedback dazu bekommen auf Instagram eben, dass ich die Leute damit nicht nerve, dass es okay ist, dass es jetzt eben ein Prozess ist, dass es jetzt eben auch dazugehört und dass viele das eben mit mir auch teilen, weil ihnen eben auch dasselbe oder eben anders, in einer anderen Form passiert ist, dass sie eben einen lieben Menschen verloren haben und dass dann eben das Weihnachtsfest, gerade das Weihnachtsfest, wo es doch eigentlich um Familie und Zusammenkunft geht, sehr, sehr schwierig ist und sehr traurig. Ich habe es auch gestern gesagt, dass ich gedacht habe, dass es mit der Zeit eben besser wird. Es ist ja jetzt noch nicht viel Zeit vergangen, aber im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Und ich möchte euch mit diesem Thema nicht runterziehen. Ich möchte das auch gar nicht so groß thematisieren.
Ich bin mir auch immer noch unsicher, ob ich dieses lange Video online stellen werde, das ich eben im Juli gedreht habe, wo ich euch erzählt habe, wie das alles war und so weiter. Da bin ich immer noch am Überlegen, aber ich merke einfach vom Feedback her, dass es für euch wichtig ist und dass viele, viele, viele wirklich dasselbe teilen und ich diesen Austausch einfach auch richtig, richtig schön finde. Und jetzt machen wir uns gleich auf den Weg in die Stadt, deswegen beende ich jetzt auch dieses Video. Ich werde da nochmal drüber sprechen, denke ich. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob wir uns bis zum Ende des Jahres nochmal wiedersehen, ob ich das schaffen werde. Hier gibt es einfach auch unglaublich viel zu tun. Ihr wisst, wir sind eine große Familie und hier ist alles auf meinen Schultern. Und deshalb wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denkt dran, Gesundheit ist das Allerwichtigste. Auch wenn ihr euch mal ärgert und so weiter, das geht vorbei. Hauptsache, wir sind gesund. Und wenn man gesund ist, dann sag ich immer für mich, dann kann ich den Alltag auch schaffen und meistern und mir neue Ziele setzen und so weiter. Aber ja, wie gesagt, die Gesundheit ist das Allerwichtigste. Aber ich habe eine sehr, sehr erwachsene Community und ich weiß, dass ihr das alles sehr schätzt und dass ihr eure Familie schätzt, eure Kinder und dass euch das genauso wichtig ist wie mir, eben diese Werte. Ja, das steht bei mir eben ganz, ganz oben. Und wie gesagt, ich wünsche euch nur das Allerbeste, falls wir uns nicht mehr wiedersehen, einen guten Rutsch. Und zack, da war sie wieder aus, die Kamera. Ja, ich bin total gut vorbereitet, nämlich gar nicht. Aber ich wollte dieses Video jetzt eben, wie gesagt, noch beenden. Und ich wünsche euch wirklich einen guten Rutsch, nur das Allerbeste fürs neue Jahr, auf das sich all eure Wünsche erfüllen, was ihr euch so vornehmt. Aber wie gesagt, an allererster Stelle steht die Gesundheit und die Familie. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Denkt an die Verlosung von Leonardo. Ich schreibe euch dazu alles unten in die Infobox. Und dann werde ich auslosen und das Ganze dann verschicken und hoffen natürlich, dass sich der Gewinner oder die Gewinnerin eben in dem Fall dann freuen werden. Es gibt ja zwei Pakete und die mache ich dann eben schön zurecht und verschicke sie. Da freue ich mich schon drauf. Ich mache das ja immer total gerne. Und jetzt sage ich Tschüss. Und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.